So, willkommen zurück hier zu The Order 1886. Moin moin, hier ist der Angelus. Schauen wir mal, wie es heute weitergeht hier im Luftschiff Agamemnon. Okay, oh, da kommt neuer. Weitere Rebellen, die wir wieder angreifen. Wow, mit Pumpgun oder was? Schön, dass ihr dabei seid hier heute in der Action. Ich habe die Uzi dabei. Brandwaffen an Bord eines Luftschiffs? Die sind selbst, Selbstmord veranlagt, glaube ich. Puh. Mal einen Sniper raus. Vielleicht sehe ich den da oben noch. Die schießen ja nie richtig. Und ich kann da auch nicht durchballern. Erwischt. Quickscoping am Start hier. Da seid ihr wieder hier auf dem richtigen Kanal dabei auf jeden Fall. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch vielen, vielen Dank an alle, die die letzte Folge wieder unterstützt haben. Daumen nach oben. Gellert, die Rebellen leisten heftigen Widerstand. Ja, das sehe ich auch. Viele von denen sind auf dem verdammten Schiff. Huch, wer schießt da? Wo ist er? Da. Boah, eine Granate. Verdammt. Beim Sterben noch, oder was? Voll der Märtyrer. Hier kann ich nicht durch. Okay, da oben hin. Meine Freunde, die Wachen der Kompanie sind in Alarmbereitschaft. Ich fürchte, diese Amateure schießen bei Tischkontakt. Huch! Stand der gesneakt an der Tür, ey. Okay, jetzt gehe ich da lang. Was war das? Was zur Hölle war das denn? Eine Bombe ist am vorderen Triebwerk explodiert. Alle Mann, Rückzug! Aye, ma'am! Du! An alle! Rebellenkommandant an Bord! Geplant. Es ist die Frau aus Whitechapel. Bin an ihr dran. Lasst sie nicht entkommen! Was war das denn? Habe ich wieder der Sniper auch automatisch in der Hand, ey. Dreckiger Scharfschütze. Ey. Ich habe euch gar nichts getan. Noch nicht. Jetzt. Verdammte Rebellen. Waren das alle? Ich hoffe. So, die Dame aus Whitechapel, die haben wir wieder gesehen. Diese indische Frau. Ja. Bleib an ihm dran. Weiß ja nicht, ob du gesehen hast, aber... Gut, okay. Halt ihn fest. Ich bin gleich bei dir. Ich glaube, ich bin noch auf dem richtigen Weg. Hoffe ich. Ah, okay, das war nur Rauch, Gott sei Dank. Hat fast da so ein... einen von den Kanistern weggeschossen. Das sieht ja alles so gleich aus. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Vorsicht. Vorsicht. Verdammt! Alles geht hier schief. Ich habe mein Ziel verloren. Ich nehme Verfolgung auf. Negativ. Bei den Rettungsbooten sammeln. Wir haben ein größeres Problem. Die Rebellen haben eine zweite Bombe an Bord. Oh, verflucht. Natürlich. Gibt ja auch mehr als einen Motor. Bin unterwegs. Eine zweite Bombe. Mann, jetzt sind sie uns entkommen, ey. Oh, hallo. Nennst du das etwa vernünftig? Diese Konsequenzen konnten wir nicht vorhersehen, Alistair. Eure Mission in Whitechapel sollte unentdeckt bleiben. Ich habe Berichte über zahlreiche Verluste und schwere Zerstörungen am Royal Hospital erhalten. Und jetzt das! Ich werde zu meinem Wort stehen. Ich allein übernehme die Verantwortung für alle Konsequenzen, die uns treffen könnten. Sebastian! Du wirst verstehen, dass ich nur noch wenig tun kann, um dich vor dem Zorn des Lordkanzlers zu schützen oder des Ordens. Dein Vater wird das einsehen. Doch jetzt sollten wir die zweite Bombe finden, bevor sie detonieren kann. Gute Ritter, eure Hilfe. Wir müssen alle von Bord, bevor es noch schlimmer wird. Sir Lucan wird sie eskortieren und die Evakuierung leiten. Wir müssen die Suche fortsetzen. Dies ist doch die Angelegenheit der Besatzung. Sie wollen doch nicht an Bord bleiben. Wir stoßen so bald wie möglich zu ihnen. Izzy, kümmere dich um die Leute und dann geh zum Cockpit. Nein, ich komme mit dir. Izzy!
Du musst Lafayette finden und dann von Bord gehen. Dein Bruder will, dass ich dich heil zurückbringe. Tu es. Für mich. Ich finde diese Rettungsballons ja echt ein bisschen böse, ey. Ich würde da nicht einfach so reingehen. Na gut, entweder das oder sterben, aber... das ist eine echt... Guck dir das mal an. Echt eine rasante Fahrt damit. Wir brauchen Waffen. In der Nähe ist eine Wachstation. Bedienen wir uns bei den Waffen der Kompanie. Okay. Bedienen wir uns bei den Waffen der Kompanie, um die zweite Bombe zu finden. Na super. Wo ist denn lang? Hier. Jetzt bin ich mit Percival alleine hier. Und halt noch die Gegner. Die Rebellen werden jemanden schicken, um die zweite Ladung zu zünden. Die Rebellenanführerin und eine Komplizin versuchen, einen Notfallplan zu starten. Das muss es sein. Einverstanden. Machen wir weiter. Okay. Waffenkammer. So, was gibt's denn hier? Ein Tonband. Ich bleibe hier. Versucht, zum Waffenlager zu kommen. Ja. Erstmal das anhören. Evakuierungsmaßnahmen heißt das Ganze. Anweisungs- und Ausbildungsanleitung für die Besatzung der Agamemnon, Kapitel 3. Evakuierungsmaßnahmen. Hinweis: An Bord dieses Luftschiffes ist es Ihre Pflicht, die Sicherheit von Passagieren und Ladung um jeden Preis zu schützen. Bei Eintritt eines Notfalls sollten Würdenträger und andere wichtige Einzelpersonen vor allen anderen Passagieren und der Besatzung versorgt werden. Wichtige Fracht ist unmittelbar im Anschluss zu sichern. Im Falle einer schiffsweiten Evakuierung erfragen Sie Ihre Notfalldirektiven beim befehlshabenden Offizier. Bleiben Sie jederzeit ruhig und gefasst, um die Passagiere nicht unnötig zu beunruhigen. Die genaue Reihenfolge der Evakuierung wird über die schiffseigene Lautsprecheranlage übertragen. Unter keinen Umständen dürfen Sie das Schiff verlassen, bevor Sie die klar formulierte Anweisung erhalten, das Personal der Kompanie zu evakuieren. Personal, das diesem Mandat zuwiderhandelt, wird umgehend einem Disziplinarverfahren unterzogen und kann standrechtlich exekutiert werden. Standrechtlich exekutiert? Ja. Okay, deswegen haben wir gesehen, warum eben gerade die Adligen zuerst evakuiert wurden. Okay. Die Adligen, das war die wir eben alle gesehen haben. Das sinkende Schiff. Sind alle weg. Feiglinge. Ist doch immer so, oder? Immer die Adligen zuerst. Und danach Frauen und Kinder. Ist das die Waffenkammer? Gib mir neue Waffen. Das Sniper kann ich jetzt so in richtigen Gefechten nicht mehr so gut benutzen. Nehmt euch, was ihr braucht und dann weiter. So, wir haben hier die Falcon. Die Handfeuerwaffe, die ich eben auch schon benutzt habe. Ein paar Granaten. Nice. Ein Brief. Oder nur... Der hat es gut gemeint. Damit könnte man eine kleine Armee ausrüsten. Die Kompaniewachen gehen nicht gerade subtil vor. Mir leuchtet nicht ein, wieso man der Kompanie eine eigene Armee zugesteht. Könnte auch das Ding nehmen. Aber ich finde, die Falcon, die ist gar nicht so schlecht, weil die auch sehr, sehr, sehr genau ist und ein bisschen langsamer von der Feuerrate her. Verbrauche ich nicht so viel Munition. Oder verschwende nicht so viel Munition, besser gesagt. Voraus könnten Rebellen sein. Bereit machen. Bin bereit. Du und ich, Percival, wie in alten Tagen. An alle an Bord Verbliebenen. Keine Panik. Wir folgen der Standardprozedur und kehren in... Nimm die Tür. Ich gebe Deckung. Okay. Sollte sich die Situation verschlimmern, die Tür. Wird die verbleibenden Passagiere am nächstgelegenen Halteturm abgesetzt. All das, um einen Mann zu töten. Die Rebellen hatten zu immer dreisteren Methoden. Das ist wohl wahr. Aber hier stimmt was nicht. Das ist selbst für sie zu dreist. Vielleicht hast du recht. Aber wir müssen verhindern, dass es noch schlimmer wird. Das ist eins der Triebwerkmotoren hier, glaube ich. Ah, eine Granate liegt da noch. Okay. Vorsicht! Ich glaube, lange hält sich das Ding nicht mehr oben. Bewahren
Es gibt keinen Grund zur Panik. Es gibt keinen Grund zur Panik, ja, ja. Der Sprecher ist geil. Hallo. Die sind in die Küche geflohen. Scheiße. Die Ritter dürfen die zweite Bombe nicht erreichen. Wir haben es auf mich abgesehen. Mano, zu viele Töpfe, die hier rumstehen. Rebell erledigt. Noch einer weniger. Verdammt. Oh, oh, oh. Pumpgun. Nee, Feuer. Huh. Muss nachladen. Windschütze erledigt. Der hat so Brandmunition in seiner Pumpgun drin, ey. Die ganzen Töpfe hier. Ziel erledigt. Boing. Boing. Okay, der Große ist zu schwer. Hey. Alter, wie. Der heult ja wie ein Mädchen. So. Rebell neutralisiert sicher. Weitergehen. Wir müssen die zweite Bombe finden. Die ganzen Töpfe, wenn man hier so lang läuft. Das ist schon cool gemacht. So. Ein bisschen rumspielen, muss auch mal sein. Okay. Vorsicht, Tomaten. Oh. Boah, Percy, ey. Du rennst da fast in meinen Schuss rein, weil ich einfach so aus der Hüfte gesprayt habe gerade. Hier ist jemand. Das war die Bud Spencer Faust auf den Kopf drauf. Feind erledigt. Wow. Der hat die Kugel abgefangen für seinen Kollegen gerade, der eine. Ja los, kommt alle da zum Loch hin. Das ist echt gut. Das ist wie auf Fernseher schießen. Haha. Rebell erledigt. Wir müssen das Ziel verfolgen. Okay, Raum sicher. Ziel verfolgen, alles klar. Hier durch? Ja. Er muss hier durchgegangen sein. Ja komm, gemeinsam. Ich hab's. Chris, kommst du hier durch? Ich schätze schon. Ich schätze nicht. Pass auf! Jetzt sind wir wieder getrennt. Das war verdammt knapp, alter Freund. Knapp ist gar kein Ausdruck. Lass es gut sein! Es muss einen anderen Weg geben. Dafür ist keine Zeit. Geh ohne mich weiter. Ich suche einen anderen Weg. Verlier das Ziel nicht. Ich gebe mein Bestes. Mach's gut, Percy. Hier lang. Wow, was ist denn das für ein Aussichtsdeck hier, oder was? Schau dir mal die Aussicht an. Guck dir das an. Du kannst hier schön entspannt sitzen und dann zugucken, wie das Triebwerk brennt. Ist ja voll geil. So fliegt man gerne. Ey, 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 ey. Oh. Deckung, Deckung. Wieso hocke ich? Ich kann mich hier nicht hinhocken. Lafayette, was ist los? Wer hat da geschossen? Ja, durch die Explosion wird es schlimmer. Wie lange können Sie das Schiff stabil halten? Nicht lange, Monsieur. Tun Sie, was Sie können, Marquis. Geben Sie uns noch ein paar Minuten. Verstanden. Boah, der hat einen Helm auf. Wer ist er denn? Boah. Puh. Oh, oh, meine Waffe ist leer. Verdammt! Ich brauch mal hier für. In den Kabinen waren Rebellen. Ich habe sie erledigt und setze meine Suche fort. Verstanden. Ich gehe zum Heck des Schiffs und stoße dann wieder zu dir. Okay. Kriege ich für meine Falcon hier natürlich keine Munition mehr. Komplett leer geschossen, das Teil. So ein Scheiß. Finde die Rebellen-Saboteure. Aber wo? Okay, hier runter. Hallo?
Mann, wie groß ist denn das? Größte Luftschiff der Welt, ja. Guck mal da, da ist ein Rettungsboot. Fast ein bisschen dicht ans Feuer geflogen. Ich glaube, ich muss noch weiter runter, ja. Mega viele Stockwerke, das Teil, oder? Lafayette! Wir haben mehrere Gaszellen verloren. Das ist nicht zu steuern. Boah, der hat aufpumpen. Oh, ich glaube, ich habe beide mit einem Schuss erwischt. Kannst mal sehen. Ist Munition? Ja. Da sind die Rebellen. Und Percival. Callahan! Nicht schießen! Es bleibt keine Zeit, Percival. Wir müssen ihn aufhalten. Vertrau mir, Grayson. Hören Sie auf mich. Mann, geben Sie auf. Sie wissen nicht, mit wem Sie es zu tun haben. Wir sind nicht der Feind. Beweisen Sie das. Stoppt diesen Wahnsinn. Nein, nicht solange die Kompanie ungehindert weitermachen kann. Werden Sie nicht. Dafür sorgen wir. Es ist zu spät. Sebastian? Freund. Sie müssen das nicht tun. Ach du Kacke, er hat doch gezündet. Sie sind nicht unser Feind, hast gehört, ha? Die Rebellen? Ich hab doch gesagt, die versuchen uns hier auf eine falsche Fährte zu locken. Aber ich glaube, Percival weiß auch ein bisschen mehr. Melde dich, Percival. Galahad, bestätigen. Gray, Sebastian. Meldet euch. Bitte. Ich glaube, wir sind hart abgestürzt mit dem Teil. Heilung benötigt. Die Rebellen versuchen da eigentlich auch nur jemand anders aufzuhalten. Zur dunkelsten Stunde. Alter, guck dir das an hier. Genau wie bei der Hindenburg. Wo sind wir abgestürzt? In der Stadt oder? Da ist noch ein Rettungsboot. Nur noch das Drahtgestell hier. Aber wo ist Percival? Das muss echt ein mega Crash gewesen sein hier. Dass wir überhaupt noch leben. Da vorne brennt noch jemand. Nee, das sind normale Polizisten. Das waren Constables. Komme ich hier irgendwo durch? Ah ja, hier. Verdammt. Jetzt hast du es geschafft, mein Freund. Vielleicht, haben die... Ja. Um Himmels Willen, antworte. Izzy, ich bin hier. Izzy, kannst du mich hören? Das Funkgerät ist im Arsch. Komplett zerstört. Schmeiß weg. Scheiße. Vielleicht haben die Rebellen aber auch was Schlimmeres verhindert, indem sie das Luftschiff runtergeschossen haben. Ist das Percival? Nein. Das ist er nicht. Vorsicht, oben. Da vorne sind überall Taschenlampen, Lucas, die suchen uns. Sagamore, Alien, wir haben keinen Kontakt mehr zu Percival und Galahad. Ich brauche jeden verfügbaren Ritter umgehend in der Nähe des Kristallpalastes. Das ist Percivals Funkgerät. Das heißt, niemand hätte den Absturz überlebt. Ich bin's. Gray, melde dich. Wo zum Teufel bist du?
Wir haben ihn gefunden. An alle! Sir Galahad ist am Leben! Findet ihn! Uns fehlt nur ein bisschen die Kraft hier. Komm schon. Lust hier für die Luftschiff-Mission. Der 17. Tag im November. Ich mach das alleine. Ihr beide geht zum Rat. Gray. Schon in Ordnung, Easy. Ich bin rechtzeitig zur Zeremonie bei euch. Mes pensées sont avec vous, messieurs. Nicola. Mein Beileid. Sir Percival war ein großer Mann. Unser Bester. Ich war so frei, das hier an mich zu nehmen. Ich weiß, dass das gegen die Regeln ist. Sein persönlicher Besitztum. Jetzt werden wir vielleicht nie erfahren, mit wem Percival da immer auf der Straße gesprochen hat. Hatte er vielleicht auch Kontakt zu den Rebellen, weil er wollte den Rebellen oben ja auch nicht einfach wegschießen. Er wusste ja irgendwie, dass da mehr dahinter steckt. Er hat uns ja nicht alles sagen können. Und jetzt ist es zu spät. Das ist sein Fläschchen. Können wir das nicht aufklappen oder so? Grayson. Alistair. Er gibt dir keine Schuld an dem, was passiert ist. Vertreib diese Gedanken. Wie kann ich das? Er war mein Mentor. Mein Bruder. Das war er. Aber denk an die anstehenden Feierlichkeiten. Der Rest kann warten. Es sind so viele Fragen offen, Alistair. Ich muss Antworten finden. Mallorys Tod wird gerecht. Diese Rachegedanken dürfen nicht von dir Besitz ergreifen. Sonst wirst du wahnsinnig. Komm. Der Rat erwartet uns schon. Es gibt Feierlichkeiten. Lord Hastings ist auf dem Weg vom Vereintes Indienhaus. Er möchte sich persönlich bei dir bedanken, weil du ihn und die Passagiere des Schiffs gerettet hast. Die Vereintes Indien Kompanie steht tief in deiner Schuld. Ich glaube, dass wir Lord Hastings gerettet haben, war, glaube ich, für uns selbst Kacke, die Ritterschaft. Mehr als 6 Jahrhunderte war der Ritter namens Sir Percival ein Teil unserer Bruderschaft. Er sah ganze Königreiche untergehen und andere vorübergehend an ihre Stelle treten.
Er sah den Aufstieg der Halbblüter und hat sie unnachgiebig verfolgt. All dessen wurde er Zeuge, weil er hiervon gesegnet wurde. Der Gral. Das Schwarzwasser, das durch unsere Adern fließt. Das Band, das diesen Orden vereint. Das Elixier, das alle Wunden heilt und das Leben der Menschen verlängert. Und doch verleiht es keine Unsterblichkeit. Jetzt ist Sebastian Mallory einst Sir Percival tot. Es gibt die Tradition, in unserem Orden die Ritterschaft nur zu gewähren, wenn einer jener, die diese Ehre und Bürde tragen, gestorben ist. Generation auf Generation haben neue Ritter die Namen ihrer Vorgänger übernommen. Wir haben uns heute hier aus solch einem ehrwürdigen Anlass versammelt. Aus altem Blut. Spendet der Gral neues Leben. Schwört ihr, Marie-Joseph, Paul Yves Roche, Gilbert du Motier, Marquis de Lafayette, die hehren Prinzipien unseres Ordens zu ehren? Gelobt ihr, euer Leben in den Dienst unserer Sache zu stellen? Von ganzem Herzen. Trinkt. Möge der Gral euch Leben spenden. Durch diese Kommunion seid ihr nun Teil unseres heiligen Bundes. Fortan soll nur euer Blut diese Phiole füllen. Möge das Schwarzwasser euch stärken, nutzt es stets weise. Ich taufe euch, Sir Percival, Diener des großen Königs und Ritter der Tafelrunde. Steht auf, Sir Percival, und nehmt euren Platz an unserem Tisch ein. Wachen! Bringen Sie Sebastian Mallorys Leichnam aus dem Versammlungssaal in die Krypta. Wow. Da haben wir natürlich auf der einen Seite einen schweren Verlust mit Lord Percival und auf der anderen Seite dann gleich die Feierlichkeiten, weil ein neues Mitglied jetzt zum Ritter geschlagen wurde, aber er hat den Namen Sir Percival übernommen. Lafayette ist jetzt der neue Percival und Sebastian ist von uns gegangen. Welch eine coole Episode heute, oder? Es geht hier auf jeden Fall in der nächsten Folge noch weiter mit dem Rat. Ich habe es hier mal pausiert. Ich hoffe, euch hat es gefallen heute. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaltet morgen ein, wenn es hier weitergeht mit The Order. Ich bin schon gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Also Dankeschön und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.